Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es einen super leckeren und leicht pikanten Käse-Dip. Und der ist, ich verspreche es euch, viel, viel leckerer als die gekauften, die ihr vielleicht im Supermarkt findet. Einziger Nachteil dabei ist, ihr müsst ein bisschen warten, wenn er fertig ist, denn er braucht Zeit zum Abkühlen. Wenn er nämlich gerade noch beim Kochen ist, naja, ist es noch ein bisschen flüssig, es endet noch ein bisschen in der Milch, aber ihr könnt mir ruhig vertrauen. Nach so 30, 40 Minuten, ihr könnt auch gerne in den Kühlschrank stellen, damit es ein bisschen beschleunigt wird, wird er richtig schön fest und es ist ein verdammt leckerer Dip. Für den Dip nehme ich ein Wasserbad, erhitze das Ganze und gebe da die Milch hinzu. Und sobald die Milch was wärmer wird, den Käse dazulegen und alles gut vermischen. Für die Schärfe Sambal Oleg, etwas Pfeffer und dann noch 1-2 Teelöffel von der Harissa Gewürzmischung. Alles umrühren und anschließend in eine kleine Schüssel geben. Der Dip schmeckt super würzig, für mich ist es nicht zu scharf, es ist aber so ein bisschen an der Grenze. Also ihr könnt auch ein bisschen weniger Sambal Oleg reinmachen, ich habe da ca. 2 Teelöffel reingemacht. Einer reicht auch vollkommen aus, denn die Harissa Gewürzmischung, die hat auch noch eine gewisse Schärfe, die das Ganze natürlich noch ein bisschen kombiniert und noch schärfer macht. Ihr könnt aber auch einfach zwischendurch immer mal wieder probieren, einfach mal ein Nacho in den Dip reinstecken, um zu gucken, ob es für euch scharf genug ist. Wenn ja, lasst es einfach bleiben und wenn nicht, tut einfach noch ein bisschen mehr rein. Wenn euch das Rezept gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr jetzt ein paar Gewürze braucht, wie zum Beispiel die Harissa Gewürzmischung, die gibt es in meinem Online-Shop, die ist nochmal unten verlinkt. Ja, und morgen gibt es das nächste Video. Reinschalten nicht vergessen und abonnieren, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Und jetzt wünsche ich euch einen guten Appetit.